habe zum Anziehen und zum Ausziehen, dann müssen wir eben umziehen. Ja, ein sinniger Mann. Abmarsch! Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier, links, links, links. Oh la la. Merci. Au revoir, Monsieur, wir sehen uns wieder. Au revoir. Au revoir. Boah, wenn nur das fatale Ausziehen schon vorüber wäre, der Transport meines Kabinetts macht mir so viel zu schaffen und alle Augenblicke kommen Leute, die Wohnung zu besehen. Es ist ein höchst unangenehmes Arrangement. Oh, süßer Ehestand. Klär den Herr auf, der Herr ist doch viel zu alt für mich. Der Mensch ist nie zu alt, wenn er ein Haus hat am Neubau. Na ja, der Herr hat nicht ganz unrecht, wir wollen's überleben. Mit der Fall so hoffen? Na ja, Hausherren haben noch selten hoffnungslos geliebt. Wenn die Leute sagen, ich bin ein Narr, mein Wahlspruch bleibt stets nur Gefahr, mein Wahlspruch bleibt stets nur Gefahr, nur Gefahr. Nur Gefahr, nur Gefahr. Es kann, es darf nicht sein. Und wenn es doch so wäre, Luise, lassen Sie mir denn glauben, dass bei Ihrem Spiele vielleicht im letzten Augenblick schon etwas ernster Spiele war. Beim Himmel, entfernen Sie sich jetzt Ihrer Braut soll... Erfahren, dass ich die Probe nicht bestanden habe. Luise. Nein, nein. Luise. Nein, nicht, nein. Nein. Luise. Nein, nein. Nein, nein, nicht, nein, nein, ja, das ist ja der, bei der Wachsfigur war da mit dem Garderobekasten eingesperrt worden. Wie? Was? Was will ich? Nein, Bräutigam! Ha, die Dänen! Das ist ja schrecklich! Solche Streiche treibst du, Bursche! Warum haben Sie mich verraten, Herr Antwort? Kommt's mir gehen! Dass er was gibt's? Die Frau Mutter hat ein Anliegen, aber erst muss ich Ihnen meine Bräutigam aufführen. Herr Flint, Glaserermeister im Tenzing. Ja, das ist stark. Herzog heirat schon alles. Aber meinetwegen nehme ich den Stegelglaselfabrikanten. Wenn es euch einmal schlecht geht, nehmt euch ein Glasschirm und schaut es durch. Habt gleich wieder eine Aussicht. Ist es gefährlich, vielleicht noch ein wenig in den Garten zu spazieren? Ich werde dessen alles richten lassen. Ja, gut, gut. Kommen Sie, meine Herren. Ich werde mich später verspielen und auf eine schalische Entdeckungsreise ausgehen. Was ist denn? Erlauben Sie! Aufräumen! Aufräumen! Jawohl! Sie sind Kronzeuge, Sie warten da! Ja, aber schnell die Karten! Jawohl! Warten auf die Karten! Ja. Hält uns allen ein Spiegel über das Gesicht. Die meisten Leute wollen das. Manche mögen es nicht. Vor allem Politiker werden manchmal böse. Wenn sie sehen, wie sie wirklich sind, werden sie ganz nervös. Der Spiegel muss wegschreien. Das ist keine Kultur. Mit Subventionsentzug drohen sie und fordern Zensur. Und dann blasen sie zum links-linke Staatskünstler jagen. Aber den Wurstl, liebe Freunde, den kennt's nicht, der Schlag. Den Wurstl, ihr Wurstl, werdet auch ihr nicht, der Schlag.